Hey ihr Freunde von gruseligen Sachen, die euch nachts im Wald anfallen, willkommen zurück zu The Quarry. Abigail hat überlebt, hoffe ich doch. Ja, sieht so aus, sie ist davon gekommen. Habe ich wohl ganz gut gemacht mit ihr, aber ja, Nick ist wohl leider, ich weiß auch nicht, hätte ich ihn retten können? Müssen hier Leute sterben? Fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber... Witziges Game. Oh nein, er ist doch ein Softie. Scheiß drauf. Und ich werde wieder Probleme mit dieser Scheißmusik bekommen. Das letzte Video ist jetzt auch hoffentlich online, aber ja, wie gesagt. Oh, der arme Kerl. Ist gar kein Prol. Er hat auch ein Herz. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass... mit uns... es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Ganz kurz, wenn es Sommer ist, hat sich noch keiner gefragt, warum es um 8 Uhr schon stockdunkel ist. Also ich weiß ja nicht. Was haben wir denn? Bootshaus. Das Bootshaus bietet alles, was man braucht, um aufs Wasser hinauszufahren und die wahre Schönheit des Septimussees zu erleben. Wassersport zählt seit jeher zu den Lieblingsaktivitäten unserer Camper. Hier können Sie sich ein Boot ausleihen, zur Insel rudern und Abenteuer erleben. Achtung, Schwimmen nur unter Aufsicht erlaubt. Oh, jetzt gibt's auch noch Wassermonster, geil. Komm, ich will alles. Okay, nice. Erstmal eine Leiche. Wer das wohl war? Es ist ja wohl klar, wenn er drauf geht, dann ist vorbei, ne? Er hat die Verteilerkappe. Ohne ihn kommen sie nicht weg. Was ist der Stern? Hä? Was? Ja, die erste Tarotkarte. Leute, ich muss das, glaube ich, nochmal starten, weil irgendwie... habe ich zu spät reagiert, leider. Kann ich das nicht... Guck mal, ich sehe sie doch. Ah, jetzt. Okay, vergiss es. Der Stern!
Oh, es ist der Stern. Ich habe drei vergessen schon. Sterne hoch am Himmelszelt, Boten des Lichts der Träume, Hoffnung, Bestimmung oder unsere Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit. Vielleicht. Interessant. Die erste Tarotkarte. Yay! Okay. Ja, diesmal weiß ich's. Ich habe letztes Mal echt nicht gesehen, dass das Gepäck war, was ich da angeklickt habe übrigens. Oder ich habe einfach nicht dran gedacht. Sonst hätte ich das Haus noch mehr untersuchen können. Huh. Northkill Gazette Zeitung, Kapitel 3, Bootshaus. Ein recht aktueller Zeitungsartikel über zwei Personen, die beim Wandern in diesen Wäldern verschollen sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten sie noch als vermisst. Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Vielleicht ist er ja das, der im See schwimmt. Ah ja, jetzt kann man es untersuchen. Die Suche nach Anne Radcliffe und Edward Benson, oben im Bild, geht weiter. Beide wurden vor 4 Monaten als vermisst gemeldet, nachdem sie von einem Campingausflug nicht zurückkehrten. Mehrere groß angelegte Suchaktionen in den Gebieten rund um Northkill blieben ergebnislos und die Behörden konnten keinerlei Hinweise darauf entdecken, dass die Vermissten überhaupt je dort waren. Krass. Während einige Verschwörungstheorien besagen, ihr Verschwinden sei Teil einer Vertuschungsaktion seitens der Regierung, gehen die meisten davon aus, dass sie Opfer eines Raubtierangriffs wurden, möglicherweise durch einen Bären oder Berglöwen. Die hiesige Wildtierexpertin Helen Pratt will diese Möglichkeit jedoch ausschließen können, da es im Vergleich zu anderen dokumentierten Angriffen zu viele Ungereimtheiten gäbe. Bärenangriffe sind selten. Wenn sie jedoch vorkommen, lassen die Tiere in der Regel gut sichtbare Spuren zurück. Blut, Überreste, zerrissene Kleidung und andere Besitztümer. Helen brachte stattdessen eine weitere Erklärung für das Verschwinden des Paares ins Spiel. Die Gegend hier kann tückisch sein, wenn man sich nicht auskennt. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Benson und Radcliffe von den starken Strömungen mitgerissen wurden. Die Angehörigen der Vermissten weisen diese Vermutung jedoch zurück und beharren darauf, Anne und Ed seien wandererfahren und stets auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Sie hoffen weiter darauf, dass Anne und Edward leben und unversehrt sind und bitten alle, die möglicherweise gesehen haben könnten, oder sie möglicherweise gesehen haben könnten, sich zu melden und etwaige Hinweise der Polizei mitzuteilen. Super. Ich wünschte, ich könnte mal die Zeit zurückdrehen und dann würde ich die ersten Sachen auch besser untersuchen. Ist halt irgendwie auch neu. Ich meine, in den anderen Spielen war das jetzt nicht wirklich so, oder? Naja. Man konnte Textstücke umdrehen, ja, und dann hat man ein neues Geheimnis entdeckt, aber das war's dann auch. Ist das hier? Ja, sie bleibt halt auch einfach die ganze Zeit da stehen und wartet jetzt wahrscheinlich stundenlang, bis wir zu ihr kommen. Ach, geil. Aha. Checkit und Thacket. Checkit ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Ja, ich wollte gerade sagen, altes Foto vom Camp. Ein verblasstes Foto aus den 1970er Jahren. Anhand der aufgedruckten Namen, ist toll, dass da immer so ein bisschen Licht ist, scheinen die zwei Jungen zur Hackett-Familie zu gehören. Wer zur Hölle ist Thacket? Thomas Hackett vielleicht? Theodore. Gibt's denn da was? Nee. Das sieht aus wie eine Kiste, aber ich kann nichts machen da. Okay. Aber der Kühlschrank ist ja auch ein bisschen verdächtig, oder? Ein handgeschriebenes Schild, das davor warnt, in der Nähe des Bootshauses zu schwimmen. Wie gefährlich kann dieser See schon sein? Ja, wenn du wüsstest. Das werden wir ja sehen. Von der Leiche. Ich wette, der steckt da mit drin, Hackett, oder? Vielleicht ist es ja sein Bruder, einer von diesen Typen da. Also Lance Henriksen ist zu alt, aber vielleicht der andere, der Blutige? Ja, man weiß es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die böse sind, jetzt wo ich das Vieh gesehen habe. Die wollen das bestimmt jagen und finden es auch nicht so geil, dass hier jetzt ja noch Leute sind. Keine Handtücher. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du Arsch! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob!
Was kann er denn dafür? Hm. Was sollen diese Zahlen? Manageable but unstable. Was? Bootshaus Logbuch. 12.03.2016, 24.09.2017, 3.11.2019, 29.01.2021. Schaffbar, aber nicht nachhaltig. Regeln für das Segeln. Erinnerung für Betreuung. Alle Boote nach der Verwendung abspülen. Aufpassen. Schwimmen verboten. Boote ordnungsmäßig lagern. Gemäß lagern, um Schäden zu vermeiden. Alle Camper müssen Rettungswesten tragen. Falls ein Boot kentert, sind die Kinder sofort aus dem Wasser zu holen. Dabei nicht in den See springen, mit dem Boot hinsegeln und an Bord ziehen. Ja, stell dir vor, du schickst dein Kind hier in so ein Lager und es ist tot. Easy. Wetten, es springt mir gleich wieder was in die Linse. Wo ist sie denn? Ach, hier. Hallöchen, sie ist schon in Unterwäsche. Ist hier noch Licht auf der Insel eigentlich? Ah. Oh, Alter, da ist wirklich Licht. Wow. Da ist auch jemand langgeschlichen. Ist da jemand? Nö, geh nackt schwimmen, das heißt, ist okay. Dann wohl, bestimmt ist alles gut. Was zur Hölle? Ja, geh einfach nackt im See schwimmen mit deiner Freundin. Wird schon nichts passieren. Dass die auch die Schreie aus dem Wald nicht gehört haben von Nick, verstehe ich nicht so ganz. So weit sind die jetzt auch nicht gelaufen. Ich meine, guck mal. Nee, Camp. Hier. Guck mal, das war hier unten. Ungefähr, wo die angegriffen wurden. Schattenlichtung. Guck mal, die hätten das hören müssen. Na egal, was weiß ich. So, dann gehen wir jetzt Skinny Dipping machen. So nennt man Nacktbaden übrigens bei den Amis. Skinny Dipping. Skinny Dipping. Geht's hier weiter? Boah, der Weg hört einfach auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr es richtig seht. Ist ja dunkel. Hier noch was? Guck mal, es ist voll sinnlos. Der Weg hört auch hier einfach auf. Aha. Da hat wohl jemand die Ruder liegen lassen. Noch feucht. Okay. Ja, wer ist wohl hierher gekommen, wenn ihr alle Party gemacht habt? Findet ihr auch gar nicht seltsam. Geilheit über Verstand. Hey, hey. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Er war schnell ausgezogen. Nachkommen, enthusiastisch. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbutter! Oh, oh, oh. Hurricane Jack? It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay, okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Ach, hör auf zu rummeln! Das Wasser sieht komisch aus. Ja, kommen wir mal mit. Attacke! Ah, hey!
Wäre lustig, wenn die Leiche gleich hochtreibt. Blöd, Mann. Flirten. Na komm. Okay, hey. Jetzt. Check das mal. Okay. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Alter. Sommercamp. Ach, ich kriege noch 9. Was? Okay, war nicht so gut. Vielleicht. Wenn auch ahnen können, dass er sowas Goofiges macht, einfach. Oh, das kommt jetzt erst, bitte. Ah, dann ist klar, dass wir es nicht gehört haben. Shit, der Verteiler. Ach, das darf jetzt verdammt nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Ja, ohne Verteiler wirst du jetzt auch nicht finden. Das Wasser ist wahrscheinlich stockdunkel. Aber ich Jacob? Glaub, Abby schafft schon alleine. Ach, Arsch. Ja, wenn du wüsstest, was er gemacht hat, dann würdest du das noch eher formulieren. Wie will er überhaupt was sehen? Das Wasser muss stockdunkel sein. Ah. Dann kann er bitte unter Wasser bleiben. Oh nein, da ist eine Leiche. Oh, die aufgedunsene Leiche. Eine aufgedunsene, verwesende Leiche, die am Grunde des Sees festgekettet ist. Ach du Scheiße. Schon wieder? Schafft man sowas zweimal, bitte? Aber hey, wir haben den Verteiler. Scheiße. Ist, glaube ich, jetzt so das Wichtigste für die Flucht, eventuell. Ich komme mal vor wie beim Freitag 13. das Spiel, wo man auch die Autoteile brauchte. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht. Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen. Ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja? Jetzt nur noch zu dritt? Okay, Dylan. Sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Kommt. Es war mehr als ein Schuss. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Hilf ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Ja komm, er ist der Held. Okay, ich mach das.
Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Warum ausgerechnet er, der schüchterne Introvertierte? Und nicht die Frau, die einfach mal schießen kann? Ich versteh's nicht. Ich meine, ich habe mich entschieden, aber trotzdem. Sie hätte eigentlich von sich aus sagen müssen, ich mach das. Kommt mit. Am Ende habe ich jetzt Ryan geopfert. Abkürzung. Immer die Abkürzung. Die Quicktimes sind deutlich leichter als bei anderen Vertretern hier von den Spielen. Oh, was? Abkürzung, komm. Ich weiß ja auch gar nicht, wo er hin muss. Der rennt einfach in den Wald. In letzter Sekunde, Achievement. Alter. Scheiße. Fuck. Lass die Pfoten von ihm! Stopp! Sonst knallt! Das ist aber ein ganz schönes Tier, der Typ. Alter, es ist ihm egal! Ich habe mit Absicht nicht getroffen, übrigens. Okay. Also ist es ansteckend, ja? Weil er sich den Finger abschießt. Ja, jetzt Heilige haben wir uns. Scheiße, Alter! Ich muss weg. Komm. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer. Ach du Scheiße. Wetten, er verwandelt sich dann auch und wir haben uns jetzt selber den Feind quasi wieder ins Lager geholt. Ich wette, es ist sowas wie ein Werwolf oder. Ja. Dämlich! Oh Gott! Was sind deine Klamotten, Mann? Heilige Scheiße. Fuck. Oh Scheiße. Da wartet ein halbnacktes Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Ja, vielleicht hat er Durchfall, aber warum rennst du in den Wald? Zu Abigail? Okay. Oh, das ist ein Schwein auf jeden Fall. Kein Monster. Nee, ich ruf nicht. Das wäre ziemlich dumm. Abigail ist ja schon weg. Und Ryan hat sich um Nick gekümmert. Hallo? Ich hab nicht gedrückt. Was? Oh, du bist so ein Depp. Okay. 1, 2.
Scheiße! Na komm. Oh, fuck! Ist eigentlich, glaube ich, egal, aber ich drohe mal. Verdammt, wer bist du? Fick dich, du beschissenes Arschloch! Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Ich wette, die sind nicht böse. Er guckt nur, ob er gebissen wurde. Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Nein! Das ist so offensichtlich, dass er uns nichts tun will. Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Aber das Schweinchen. Ja, ich wette, das schreckt die Viecher ab oder so. Es ist halt leider echt offensichtlich, was hier läuft. Die wollen die Schweine, also nicht die Schweine, die wollen die Viecher fangen und ja. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts. Der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Ja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Okay. Ich werde doch nicht so ganz schlau aus dem Ganzen. Ist ja immer am Ende erst so, dass man wirklich so rafft, um was es geht. Kapitel 3. Es war so schrecklich. Es war... Kapitel 4, keine Panik. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick. Hey, Kumpel. Was ist denn nur passiert? Ein Tier griff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben, Mann. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was, verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Hab ich denn... Ist Abby. Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze.
voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Echt krass übel, Alter. Sorry, Mann, sorry. Das muss man eigentlich abbinden, Kerl. Aber er ist eh schon infiziert, schätze ich mal. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Ja, den das Oberschenkel. Muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Ich glaube nicht, dass es jemand Feindseliges ist. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab! Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Okay. Halt, nein, 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 nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Wo ist Emma oder was ist passiert? Ich frag einfach. Aber... was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen. Und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Ganz genau. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und klar eine Leiche, blöd, Mann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Ah, komm, ich lass los.
Au. Blöder Sack. Ey. Hört jetzt auf. Was soll denn wir das? Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Nein. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann reine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Oh, Kinder. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Mit der Schubkarre, ja. Was war das für eine Szene? Das war total komisch. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier. Auf dieser seltsamen, einsamen Insel strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker-Freunde. Ja, sie ist auch echt schmerzbefreit, was das hier angeht, glaube ich. Hätte sie doch sehen müssen. Und sie hätte auch den Schuss hören müssen. Sie ist ja nicht getaucht, die ganze Strecke zur Insel hier, ha? Bist du's, Jacob? Oha. Nee, es war Lance Henriksen. Vielleicht war das Thackett. Aber wie gesagt, er ist zu alt. Auch wenn er der große Bruder wäre. Von Mr. H. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Hast du denn hingekackt? Sag mal. Wenn ich auf die Toilette. Es sind noch viel mehr Boote hier überall. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Boah, wer folgt ihr überhaupt? Das wär's wohl dazu. Wenn ihr nur so eine Scheiße postet. Ah. Na gut. Leute, bevor ich jetzt bei ihrer Vlog-Aktion hier vor Langeweile draufgehe, oder sie halt irgendwann doch stirbt, weil sie ist halt echt, naja, echt unsympathisch, leider. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. In The Quarry, Leute, lasst mir Liebe da, liked das Video, kommentiert, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr draufklickt auf das nächste Video. Dankeschön, auf Wiedersehen.